Hallo, hier ist die Svea von leinwandreporter.com und wir sind hier auf der dritten HobbitCon in Bonn im Maritimhotel. Das ist die dritte HobbitCon, weil seit drei HobbitCons gibt es die ja. Ich war von Anfang an mit dabei und bin also Convention-Gänger, seitdem die erste FatCon, das ist ja sozusagen die Mutter der HobbitCon und der RingCon, in Bonn war. Das ist jetzt fast genau 20 Jahre her. Nächstes Jahr werden es genau 20 Jahre. HobbitCon ist meine persönliche LieblingsCon. Weil eben die Leute so nett sind, die Stargäste sind so nett, die freuen sich so, wenn sie sich wiedersehen. An HobbitCon ist Feeling eigentlich, dass Herr der Ringe da ist. An der RingCon ist halt auch viel anderes dabei, auch schön auf jeden Fall. Aber so dieses reine Herr der Ringe-Feeling ist halt mehr auf der HobbitCon. Ich bin immer wieder gerne hier, nicht nur auch Interviews zu machen und mit den Leuten zu sprechen, sondern eben auch jetzt zum Beispiel heute mal an diesem Montag als Gast einfach nur, um mir eben ein paar Panels anzuschauen, um halt eben diese ganze Atmosphäre aufzunehmen, mir die Kostüme anzugucken, weil man wirklich merkt, wie viel Herz mit den ganzen Fans hier reinstecken. Und das finde ich eben schön, weil ich auch selber Fan bin und selber das Ganze eben nachvollziehen kann. Mit der HobbitCon sind wir sehr zufrieden. Wir hatten wesentlich mehr Besucher als in den letzten beiden Jahren. Und trotz der Vielzahl an Besuchern ist alles sehr friedlich, in super Stimmung und toll abgelaufen. Es hat alles geklappt, also es gab keine großen Katastrophen. Es war einfach super. Und ich finde es so schade, dass es jetzt vorbei ist. So, und das war's jetzt von uns, leinwandreporter.com und der HobbitCon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.